Konho Kase, ein 17-jähriger Highschool-Schüler und Hardcore-Gamer-Otaku, ist ziemlich besorgt darüber, dass er keine Freundin hat und will das so bald wie möglich ändern. An einem gewöhnlichen späten Nachmittag ist er in seinem Lieblings-RPG eingeloggt und kämpft mit einem Drachen-Solo-Raid. Mit dem Langschwert in der Hand, aber wie jeder große Schwertkämpfer, versucht Kon eine lange ultimative Bewegung auszuführen, scheitert aber kläglich, da er angegriffen wird, während er seine Fähigkeit auflädt. Er überlegt, wie er den Drachen besiegen kann, als ihm jemand eine Chat-Anfrage im Spiel schickt. Nachdem er Floras Einladung angenommen hat, dauert es nicht lange, bis er auch ihre nächste Anfrage annimmt. Wie könnte Kon jemals die Annäherungsversuche eines schönen Mädchens ablehnen, das sich für einen Jungen interessiert, der so verantwortungsbewusst, entschlossen und organisiert ist wie er? Kon hat vielleicht gerade die Frau seiner Träume online getroffen. Eine hübsche Spielfigur, eine niedliche und weibliche Stimme und vor allem jemanden, der ihn anbaggert. Dennoch nimmt er ein Hilfegesuch im wirklichen Leben bedingungslos an und ist sogar bereit, innerhalb eines Tages in die nächste Präfektur zu fahren, um sich mit ihr zu treffen. Flora sagt ihm, er solle sich keine Sorgen machen, denn sie werde sich bald mit ihm treffen. Wir werden mitten in eine rasante Verfolgungsjagd hineingeworfen. Ein Beastron-Radwagen mit einem kleinen Mädchen im Inneren wird von mechanisierten Truppentransportern mit Geschütztürmen gejagt. Einer der Schüsse trifft die Kutsche und legt sie lahm. Truppen von beiden Seiten strömen heraus und es kommt zum Kampf. Die Wachen der Kutsche fallen einer nach dem anderen, bis nur noch einer übrig ist. Der Mann, der sich selbst als Star Sanglane nannte, erklärte, dass er unter keinen Umständen seine Pflicht vergessen würde, selbst wenn er in Unterzahl wäre. Der Leutnant, der die Brigade-Variante anführt, zieht sein Schwert und wird in Sekundenschnelle von Kon aus seinem vom Himmel fallenden Drehstuhl niedergestreckt. Kon hat keine Ahnung, wie er hierher gekommen ist, wird aber von der Gruppe des kleinen Mädchens mitgerissen. Das kleine Mädchen entpuppt sich als Accolade Yubtris, Street Piria, die 36. Prinzessin von Street Piria, und ihre Gruppe hat es geschafft, in einem Wald am Rande von Street Piria zu entkommen. Kon wird mit Fragen bombardiert, bevor er zu Atem kommen kann. Er hat sich noch nicht mit dieser Situation abgefunden, auch wenn er glaubt, dass alles nur ein Traum ist. Die Prinzessin holt ihn mit einer Pointe in seine aktuelle Realität zurück. Seine Fantasiewelt ist völlig verkorkst, mit klischeehaften Namen für Orte, einer kleinen Göre als Prinzessin, die mehr Eier hat als ich und eine Katzenliebhaberin ist, Sanglane, und der starken, reifen und charmanten Marian Dale, die seine potenzielle Liebhaberin sein könnte, da sie transsexuell ist und keine Frau, wie er angenommen hat. Variation kehrt ins Militärlager zurück, um seinem Anführer Eric Pyle Dukakis, ED, Bericht zu erstatten. Kon gewinnt ein wenig mehr Einblick in diese Fantasiewelt und seine Situation. Er erfährt, welche Ziele seine neue Gruppe verfolgt und warum sie gejagt wird. Prinzessin Accolade, das 8-jährige Mädchen, das schon so reif wie ein Erwachsener ist, war auf dem Weg in die Hauptstadt, um Lord Juggleberg für ein politisches Bündnis zu heiraten. Es war die militante Fraktion, die sie angriff, weil sie nicht wollte, dass das Bündnis zustande kam. Die Gruppe machte sich auf den Weg in die nächstgelegene Stadt, nachdem Kon sich entschieden hatte, welche Belohnung er für die Rettung vor ihren Verfolgern haben wollte. Ein paar Schuhe, aber sie mussten trotzdem auf der Hut sein vor irgendwelchen Verfolgern an diesem Ort. Die Vorsicht hatte sich ausgezahlt. Sanglane bemerkt zwei Soldaten, die sie verfolgen, und sie sprinten in eine Gasse, um sie abzuschütteln. Kons Reflexe sind offenbar genauso schlecht wie die Wahl seiner Schuhe. Marian Dale holt im Schwertkampf die Waffen hervor, während die Soldaten die Raketenwerfer mitbringen. Wie konnte Kon nur in all das hineingeraten? Sie schüttelten die Soldaten ab und machen sich durch die unterirdischen Tunnel auf den Weg nach Osten zu den Toren der Stadt. In der irrigen Annahme, die Ruhe sei eine erfolgreiche Flucht, führt Kon alle ins Freie, wo Eric Pyle mit seiner Alma-Ausrüstung wartet. Sanglane und Marian werden beide mit einem Schlag zurückgeschleudert und auch Kon bekommt sein Schwert zerschmettert. Er steht wieder auf, bevor Eric Pyle der Prinzessin etwas antun kann, was ihn dazu ermutigt, seine ganze Kraft auf Kon zu verwenden, um seine Entschlossenheit zu brechen und das Ärgernis loszuwerden, das es geschafft hat, seinen Leutnant zu überrumpeln. Kon bringt seinen inneren Drachen zum Vorschein und besiegt Eric auf dieselbe Weise, wie seine Figur im Spiel besiegt wurde, nur dass er Eric diesmal mit seinen neuen Stachelschuhen so fest wie möglich in die Hoden tritt. Die Gruppe entkam der Stadt, indem sie ihre Schwänze abschüttelte, und Kon bediente sich auch an Erics Alma-Zahnradschwert, während er immer noch keine klare Antwort darauf hat, was er zu tun gedenkt. Prinzessin Accolade ergreift die Gelegenheit und ernennt ihn zu ihrem Ritter, wenn auch mit ein wenig Überredungskunst von Sanglane.
Es ist ein sonniger neuer Tag und Eric wacht in einem schön dekorierten und ruhigen Krankenhauszimmer auf, aber diese Umgebung verschafft ihm keine Erleichterung über das Trauma, das er am Vortag erlitten hat. Die Zimmertür öffnet sich und lässt eine bedrohliche Aura herein. Ein Arzt mit ultraverspiegelter Brille steht als Überbringer einer unfreundlichen Nachricht da. Eric muss von nun an seinen Initialien treu bleiben, er ist dauerhaft und zutiefst verängstigt und schwört Rache an demjenigen, der sich DT nennt. Korn kann seine Position als Ritter, als Diener der Prinzessin, immer noch nicht akzeptieren. Er hatte ja auch keine andere Wahl und er weiß nicht viel über diese Welt. Oft schimpft er darüber, dass er gezwungen wurde, sich für diese Arbeit zur Verfügung zu stellen. Sanglane erinnert ihn immer wieder daran, dass es sich um einen offiziellen Befehl der Prinzessin des Reiches von Streetperia handelt und seine Proteste haben kein Gewicht. Er hat keine Meinung dazu, ob er sein Leben wertschätzen sollte, zumindest würde man sich laut der Prinzessin auf diesem Posten keine Sorgen um seine nächste Mahlzeit machen müssen. Korn stürmt in einem Wutanfall hinaus und wie erwartet geht nichts von Wert verloren und niemand läuft ihm hinterher. Sanglane und Marion besprechen ihre nächsten Schritte und beschließen, dass sie weiter in Richtung Hauptstadt gehen werden. Ich werde dieses Mal in einer kleinen Gruppe unterwegs sein, nicht mit zusätzlichen Soldaten wie im Streitwagen, damit sie keine unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder langsamer werden. Sich als kleine Gruppe schnell und unauffällig zu bewegen, scheint die beste Option zu sein. Die Bataillon beglückwünschen Eric zu seiner Genesung, wissen aber nicht, was er verloren hat. Ständig wird er an seinem Schmerz und seinem Scham erinnert und er geht ins Zelt. Korn genießt im Schatten eines großen Baumes in der Nähe des Flusses die Musik zur Eröffnung der Ixion-Saga DT. Marion kommt herein und geht mit ihm spazieren, während sie Besorgungen macht. Sie bittet Korn, es sich noch einmal zu überlegen, ob er sie verlassen will und informiert ihn über das Prestige, das mit dem seltenen Titel eines Ritters verbunden ist. Sie machen sich auf den Weg zum Brieftaubenstall, um die Dienste von komisch großen Vögeln in Anspruch zu nehmen. Diese Brieftauben sind das am weitesten verbreitete Kommunikationsmittel in dieser Welt. Nur in der Hauptstadt gibt es den Luxus der Alma-Kommunikation. Eric Pyle Dukakis macht sich auf den Weg, um von seiner Mission zu berichten. Sie haben die Prinzessin noch nicht gefunden, sind aber bereit, sofort loszuziehen, sobald sie sie gefunden haben, denn sein Vorgesetzter will, dass diese Mission so schnell wie möglich gelingt, um den Vormarsch der modernen Fraktion in seinem Reich aufzuhalten. Eric muss auch sein Schwert von Korn zurückbekommen. Er lacht, als er daran denkt, dass Unif Korn das Alma-Gangschwert hat, er kann es nicht benutzen und stellt keine wirkliche Bedrohung damit dar. Er wusste nicht, dass Unif Korn keine Ahnung hatte, wie man es benutzt. Das Schwert wurde immer noch benutzt, um Bäume zu fällen und wurde ziemlich hart behandelt, als Lane und Korn über die Waffe sprachen und Eric zur gleichen Zeit mit seinem Bericht beschäftigt war. Sie kamen zwar zu dem Schluss, dass es sich nicht um ein normales Schwert handelte, das einen Alma-Kristall am Knauf und einen Auslöser in der Nähe des Griffs hatte und ihr Verfolger konnte sie mit einem einzigen Hieb wegpusten. Sie konnten sich diese Kraft nicht zunutze machen. Sanglane konnte nicht spüren, dass Alma-Energie freigesetzt wurde. Zu Kahns Enttäuschung werden seine Pläne, das funktionstüchtige Schwert mit großem Gewinn zu verkaufen, von Prinzessin Accolade unterbrochen, die ihn zu einem Gespräch bittet. Sie nimmt ihn mit auf die Spitze eines der Türme in der Stadt und erklärt ihm behutsam den Zustand der Welt, in der sie sich befinden. Um zu verhindern, dass das Gleichgewicht der Kräfte gestört wird und die Welt in den Flammen des Krieges verbrennt, ist es wichtig, dass sie ein Bündnis mit Lord Jugglerburg eingeht. Um dabei nicht von den militanten Fraktionen abgefangen und getötet zu werden, bittet sie ihn inständig um Hilfe. Korn versucht zu erklären, dass alles, was er bisher getan hat, einschließlich der beiden Male, in denen er die Prinzessin retten konnte, Zufälle waren. Das erste Mal ein Unfall und das zweite Mal nur, weil der Feind zu ahnungslos und verwundbar war. Er ist nicht so stark, wie die Prinzessin glaubt, und ihr Gespräch wird durch plötzliches Rumpeln und Kanonenfeuer unterbrochen. Eric Pyle und seine Bataillon haben sie eingeholt. In dieser Stadt und mit seinem neuen Streitwagen nimmt er die Stadt als Geisel und droht damit, den Ort dem Erdboden gleichzumachen und die Bürger mit dem zerstörerischen Feuer seines Panzers zu töten, wenn die T und die Prinzessin nicht für sie aus ihrem Versteck kommen. Sanglane ist der Meinung, dass eine Flucht unter diesen Umständen sehr schwierig wäre, erst recht, wenn die Stadt als Geisel genommen wird. Variation wirft eine Granate und zwingt sie, aus ihrem Versteck herauszukommen, direkt auf dem Platz, wo Eric und seine Truppen versammelt waren. Das veranlasst ihn, seinen Panzer zu wenden und die Kanonen auf die Gruppe zu richten. Er drückt auf den Abzug und zur Überraschung aller trifft der Schuss tatsächlich das Gebäude, in dem sich Variation und Leon befanden. Eric feuert ein zweites Mal und wieder trifft er nicht Korn und seine Gruppe, sondern seine eigenen Offiziere. Eric kann weder zielen noch das Gleichgewicht halten, was ihn an seine Schande erinnert.
Sangley nutzt diese Gelegenheit, um Kohn den Weg für den Einsatz des Alma-Schwerts zu ebnen. Er weicht dem Maschinengewehrfeuer aus, schlägt auf die Ketten des Panzers ein und legt ihn damit praktisch lahm. Kohn nimmt die typische Anime-Protagonist-Haltung an. Er macht sich bereit, mit seiner Alma-Ausrüstung einen Angriff zu machen. Der Feind nimmt ihn nicht ernst, da diese Waffen nur von ausgewählten Personen, den sogenannten Hyperianern, benutzt werden können, da der normale Mensch die Alma-Ausrüstung nicht mit genügend Energie versorgen kann. Zur Überraschung aller drückt Kohn auf den Abzug des Schwertes, wodurch es zu leuchten beginnt und die gesamte Energie um seine Klinge herum aufnimmt. Er stürmt auf den Panzer vor ihm zu, das Schwert in der Hand, bereit für den finalen Schlag. Zur Überraschung aller ergreift ein neuer, übermächtiger Gegner die Initiative und stoppt Kohns Angriff. Kohn stolpert über einen Kieselstein, das Schwert fällt ihm aus der Hand. Als er es aufhebt, stellt er fest, dass der Stein an der Schwertspitze kleben bleibt und die ganze Alma-Ausrüstung nun wie ein Hammer aussieht. Eric nutzt die Gelegenheit, um einen weiteren Schuss auf Khan abzugeben. Beide treffen sich gleichzeitig und Khans Hammer lenkt den Schuss des Panzers ab und zerstört ihn dabei. Eric Pyle kommt aus den Flammen heraus und rennt mit seinem Schwert direkt auf Kohn zu, kann aber sein Gleichgewicht nicht halten und auch nicht zielen. Kohn beobachtet dies und verspottet ihn, wohl wissend, dass alles, was Eric tut, scheitern wird, und das tut es auch. Eric springt hoch in die Luft, macht einen Salto und nutzt die Schwerkraft, um sich direkt auf Kohn zu stürzen, der ihn völlig verfehlt, und sein Schwert geht durch den Boden wie ein heißes Messer durch Butter. Das war ziemlich beeindruckend. Kohn schwingt seinen mit Alma verstärkten Hammer und sorgt dafür, dass Eric in Zukunft die Symmetrie beibehält. Die Offiziere der militanten Fraktion kümmern sich um den niedergeschlagenen Eric und beschließen, sich auf seinen vorherigen Befehl hin zurückzuziehen. Kohn drückt auch seine Missbilligung über den Spitznamen DT aus, den sie die ganze Zeit benutzt haben. Sangley hindert ihn daran, die fliehenden Feinde anzugreifen. Er muss und sollte keine stärkeren Gegner als ihn angreifen. Auf jeden Fall hat Kohn wieder einmal den Tag gerettet und die Prinzessinnengruppe ist ihm sehr dankbar dafür. Nachdem sie gemeinsam die Stadt verlassen haben, macht er der Prinzessin einen Vorschlag. Er würde sich ihrer Gruppe anschließen und sie begleiten, unter der Bedingung, dass sie sich auch darum bemühen, Wege zu finden, Kohn in seine ursprüngliche Welt zurückzuschicken. Die Prinzessin akzeptiert und teilt ihm auch mit, dass es für ihn praktisch wäre, mitzukommen, da die wesentlich fortschrittlichere Hauptstadt Muscat über Einrichtungen verfügt, die seine Rückkehr ermöglichen oder zumindest Hinweise dafür liefern. In der Ferne schickt die geheimnisvolle Frau, die Prinzessinnengruppe und insbesondere Kohn seit seiner Ankunft in dieser Welt verfolgt, ein kleines Wesen los, um ihn zu verfolgen. Es ist ein weiterer schöner sonniger Tag, ein weiterer ruhiger Morgen in einem elegant dekorierten Zimmer. Ja, Eric Pyle wacht wieder in einem Krankenhaus auf und wird sofort von der jüngsten traumatischen Erinnerung an den Vorfall wachgerüttelt, der dazu geführt hat, dass er hier eingeliefert wurde. Der mysteriöse Überbringer der schlechten Nachricht steht an der Tür. Der Arzt informiert ihn über seinen aktuellen Zustand und Erics Welt gerät völlig aus den Fugen. Auf einer anderen Seite der Welt wird das Gespräch von vorhin auf der Prinzessinnenparty fortgesetzt. Kohn möchte wissen, wie er sicher an Informationen kommt, wie er in seine ursprüngliche Welt zurückkehren kann. Marion glaubt, dass er Almas Energie frei nutzen kann und dass er vom Himmel gefallen ist. Dann könnte Kohn aus Ovidia stammen. Ovidia ist ein mythischer Kontinent, der vor langer Zeit von den Ixianern in den Himmel gehoben wurde. Kohn erfährt mehr über die Verbindung zwischen den Ixianern und den Alma-Kristallen, die er am Knauf seines Schwertes befestigt hat, das er sich von Eric Pyle für unbestimmte Zeit geliehen hat. Auf ihrem Weg stoßen sie auf ein kleines Wesen, das gleiche, das die geheimnisvolle Frau, die sie beobachtet hatte, weggeschickt hatte. Marion und Sangley sind sofort von dem kleinen Wesen angetan und es tut sein Bestes, um auch sie anzusprechen. Die Kreatur nähert sich Kohn, der sie jedoch strikt ignoriert und ihre Reise fortsetzt, während er immer wieder Gründe dafür anführt, warum sie die kleine Kreatur ignorieren sollten. In der Zwischenzeit sind die Offiziere der militanten Fraktion, die hinter der Prinzessin her sind, in einem Kreis versammelt und diskutieren über den plötzlichen und unbefristeten Urlaub, den Eric Pyle von seinem Posten genommen hat. Es gab eine Menge Gerüchte und Spekulationen zu diesem Vorfall, angefangen von medizinischer Beurlaubung oder Bestrafung für den Verlust eines Streitwagens. Wir haben auch endlich den Namen dieser Gruppe von Verfolgern Incognio erfahren. Die Prinzessin und ihr Gefolge wundern sich über Kohns Verhalten vom vorigen Morgen. Er hat sehr deutlich gemacht, dass er nichts mit einem kleinen Wesen zu tun haben will, auf das sie gestoßen sind, und hat alle überredet, es zurückzulassen. Aber zur gleichen Zeit schlurft Kohn hinter verschlossenen Türen in seinem Gästezimmer auf einem Futon wach und ist neugierig auf den Verbleib und die Sicherheit desselben Wesens, das er so entschieden zurückgelassen hat. Er geht schlafen.
Die Tür zu seiner Ruine knarrt auf und gibt den Blick auf kleine Pfoten frei. Das tragische Leben, das er in seiner Kindheit geführt hatte. Er rettete zwei Kätzchen und bekam von seiner Mutter die Erlaubnis, am nächsten Morgen in den Sonnenaufgang zu gehen. Korn scheint sich zu wehren. Seine Brust fühlt sich erstickend an. Es gibt keine Anzeichen für den gemütlichen Schlaf, den er haben sollte. Seine Augen öffnen sich, um das Schwergewicht zu bemerken, das auf seiner Brust sitzt, und er springt mit einem lauten Schrei auf. Der Rest der Gruppe eilt herbei, nachdem er dieses erschreckende Geräusch gehört hat, und findet eine Szene vor, in der die Kreatur vom Vortag auf dem Futon sitzt und Korn ansieht, der voller Abneigung in einer Ecke festsitzt. Es folgt das gleiche Spiel wie am Vortag. Marion und Sanglane sind dafür, das Wesen zu behalten, während Korn nichts damit zu tun haben will. Da die Kreatur ihnen offenbar den ganzen Weg dorthin gefolgt ist, erklärt Marion, dass sie die Verantwortung für die Kreatur übernehmen wird. Daraufhin wird uns die heimliche Figur einer Show vorgestellt, Old Naggy Mong Korn, der alles versucht, um die anderen zu überzeugen, ihm zuzustimmen. Er versucht jede erdenkliche Ausrede und stößt auf ebenso überzeugende wie unsinnige Gegenargumente für Marion und Sanglane, nachdem die Prinzessin erklärt hat, sie werde sich einmischen und Marion tun lassen, was sie will, heckt Korn einen anderen Plan aus, um die Kreatur loszuwerden. Er versucht, Fallen zu kaufen, sie zu fangen und zu vergiften, wird aber jedes Mal von jemandem aufgehalten. Sie halten ein weiteres Treffen ab, bei dem es um Korns verdächtiges Verhalten geht. Er versucht immer noch, sich mit den seltsamsten Ausreden zu drücken. Marion bringt ihn schließlich in die Enge und sagt ihm, er solle diesmal ehrlich sein. Korn öffnet sich und erzählt von seiner Vergangenheit, nimmt die beiden Kätzchen auf, füttert sie und kümmert sich um sie. Aber nach all dem, was die beiden Kätzchen zu hassen scheinen, will er das nicht auch noch in dieser Welt wiederholen, was sein eigentlicher Grund für das seltsame Verhalten war. Jeder sagt ihm, er solle der Kreatur eine Chance geben. Vielleicht wird es nicht so wie früher, denn es war noch nicht zu spät, sich mit dem Wesen zu versöhnen. Er versucht es zu streicheln. Das Wesen ist seine ganze Hand. Ein epischer Kampf entbrennt, nachdem beide beschlossen haben, dass sie nicht mehr nett zueinander sein werden. Das Ende wird völlig zerstört, nachdem Korn sogar sein Alma-Schwert benutzen will. Er erschöpft sich und wird ohnmächtig, nachdem ihm die Kreatur ins Gesicht geschlagen hat. Die Gruppe beschließt, die Kreatur aufzunehmen, da Marion für sie verantwortlich ist, und sie setzen ihre Reise zur Hauptstadt fort, wo sie unter einem Baum eine kurze Rast einlegen. Es kommt zu einem weiteren Kampf zwischen der Kreatur und Korn, nachdem sie mit seinem Anteil am Essen abgehauen ist. Die Gruppe beschließt, der Kreatur einen Namen zu geben, und nach einer langen Debatte teilt Korn allen mit, dass sie von nun an Haustier genannt werden soll. In der Ferne sind Eric Pyle und Variation auf dem Weg zu Erics Familienanwesen. Er ist noch im Urlaub und Variation hat ihm angeboten, ihn zur Erholung nach Hause zu fahren. Das Anwesen der Dukakis ist normalerweise unbewohnt. Der Butler hält das Anwesen in Stand, aber an diesem Tag war Erics Verlobte Amelia zu Besuch. Sie wollte ihn willkommen heißen. Nachdem sie von seinem Urlaub und den Narben aus der Schlacht gehört hat, ist es offensichtlich, dass sie sich sehr um Eric sorgt. Sie heißt Variation herzlich willkommen, den Untergebenen, der Eric auf dem Schlachtfeld gerettet hat. Sie gehen Seite an Seite mit dem Butler, da es ein schöner Kai ist. Der Butler heißt natürlich Sebastian, zeigt sehr stationiert zu seinem Gästezimmer in einem anderen Raum, atmet Eric die gemeinsame Luft seines Hauses und die einladende Anwesenheit seiner liebenden Verlobten. Amelia nutzt die Gelegenheit, um ihm ein Mittel gegen seine Wunden zu geben, das auf einem alten, in ihrer Familie überlieferten Rezept beruht und sehr wirksam sein soll. Als er erfährt, an welcher Stelle seines Körpers er verletzt wurde, gerät er in eine fiktive Krise, die er sich selbst ausgedacht hat. Er liebt Amelia ebenfalls sehr und möchte nicht, dass es zu einem Bruch zwischen ihnen kommt, aber seine Narben von der Niederlage waren sehr besorgniserregend und ließen seine Fantasie spielen, in der jede mögliche Zukunft, in der er Amelia seinen Zustand offenbart, dazu führt, dass sie ihn verlässt und auch seine Ehre vor allen anderen für immer beschmutzt. Nach langem Zögern beschließt er, dass es das Beste wäre, es geheim zu halten, und lehnt die Salbe ab, ohne zu wissen, dass er sie damit traurig macht. Er verlässt den Raum und geht mit Variation aus dem Gebäude, um zu gehen. Sowohl Sebastian als auch Variation sind beunruhigt über die Spannung in der Luft und sein Verhalten gegenüber Amelia. Eric wird schließlich überzeugt, Amelia mitzunehmen. Ihr Gesicht hält sich sofort auf, als Eric sie ruft. Auf der Fahrt zu ihrem Ziel, einem See im Wald, hat Eric seine wilden Gedanken von vorhin fortgesetzt. Er kann sich immer noch keine Zukunft vorstellen, in der Amelia ihn nicht verlässt, nachdem er die Wahrheit herausgefunden hat. Am Seeufer kommen die aufdringlichen Gedanken zurück, um ihn zu treffen, als sie ihm spielerisch eine Frage über ihre Zukunft stellt. Seine Unsicherheit und sein Trauma werden ungewollt ausgelöst und er geht von dort weg.
Emilia ist besorgt über sein jüngstes Verhalten und fragt Variation nach seinen Wunden, nur um herauszufinden, dass er auch sonst niemanden etwas wissen lässt. Als das Trio bei Sonnenuntergang zum Anwesen zurückkehrt, treffen sie auf zwei entfernte Verwandten von Eric namens Limpus und Gabriella, die sofort versuchen, Eric eine geheime Medizin zu geben, die in ihrer Familie weitergegeben wurde. Eric hat sie eigentlich abgelehnt, aber als er hört, dass sie Wunden sehr gut heilen kann und man es nur trinken muss, nimmt er sie an. Emilia ist darüber verletzt, denn Eric hatte sich zuvor strikt geweigert, ihr die Salbe zu geben, und es schien ihr, dass er seinen entfernten Verwandten mehr vertraute als seiner Verlobten. Alle haben ihr Abendessen früher als sonst zubereitet. Sebastian hat wie gewünscht pünktlich Speisen und Getränke zubereitet. Zurück im Gästezimmer führen die beiden Geschwister den Plan aus, den sie vorbereitet haben. Limpus braut ihn, während Gabriella sich mit Make-up und einem Nachtkleid überfällt. Ihr Ziel ist es, Eric Pie mit Hilfe des Aufputschmittels zu verführen und durch seine Heirat in die Familie Dukakis einzudringen. Gleichzeitig würde Limpus die herzkranke Emilia trösten und sie dazu bringen, ihn zu heiraten, um so genug Einfluss und Geld zu bekommen, um ihre eigene Familie, die schwere Zeiten durchgemacht hat, wieder aufleben zu lassen. Gabriella bringt das fertige Gebräu zu Eric, der sich in seinem Zimmer befindet. Sie bringt ihn dazu, es zu trinken, legt sich in eine Situation, in der sie schreit und alle, die gekommen sind, um darauf zu reagieren, den Anschein haben, dass Eric sie ins Bett zwingt. Ihr Bruder sorgt mit lauten und irrationalen Kommentaren dafür, dass alle Bemühungen von Eric, dieses Missverständnis aufzuklären, vergeblich sein werden. Ihr Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass Emilia verletzt wird, und sie glauben, dass diese konstruierte Szene erfolgreich ist. Eric will seine Unschuld beweisen und seine Ehe wiederherstellen und er schlägt einen Zweikampf vor, um diese Angelegenheit zu klären. Die andere Partei nimmt an, Variation folgt den Geschwistern zu ihrer Kutsche und belauscht ihr Gespräch über die heimtückischen Machenschaften, das auch bestätigt, dass Eric unschuldig ist. Trotzdem lässt sich Eric nicht von dem Duell abbringen, wenn auch nicht, um den Intrigen vorzeitig ein Ende zu setzen, sondern um zu sühnen, dass er Emilia verletzt hat. Früh am nächsten Morgen treffen sich Eric, Variation, Limpus und Gabriella am vereinbarten Ort. Sie bestätigen die Bedingungen des Duells und die Geschwister locken Eric damit, dass er den Kampf allein und ohne Hilfsmittel bestreitet. Limpus ruft angeheuerte Schläger herbei, die sich in der Nähe versteckt hatten, und alle sieben stürzen sich auf Eric. Aber Eric lässt sich nicht abschrecken, er nimmt es mit allen auf, macht sie schnell fertig und ruft den letzten Gegner, Limpus, auf den Plan. Doch dieser ruft schamlos einen riesigen Vogel als Ersatz. Eric ist müde vom Kampf gegen die Bande und nun auch noch gegen diesen Vogel, aber er kann nicht um Hilfe bitten, so sieht es der Vertrag vor. Eine vertraute Stimme ruft ihn. Emilia ist hierher gelaufen, um ihn anzufeuern. Der Riesenvogel dreht sich um sie anzugreifen, was in einer Katastrophe enden könnte. Aber Eric, jetzt mit genug Entschlossenheit, nutzt seine Hyperion-Kräfte vom ersten Mal in diesem sogenannten Duell und erschlägt den Vogel, bevor er Emilia verletzen kann, um ihr diesen Sieg zu widmen. Nur der letzte und ursprüngliche Gegner bleibt übrig. Limpus versucht sich herauszureden und Eric gibt ihm eine Chance. Aber wie das Wiesel, das er ist, tritt er Eric in die Eier, sobald er sich umdreht. Er glaubt wirklich, dass er gewonnen hat und gemäß den Bedingungen bekommt er das ganze Vermögen von den Dukakis. Aber nach all den intensiven Erfahrungen, die er durchgemacht hat, um seinen Körper auf diesen Tag vorzubereiten, ist Eric unbeeindruckt. Er ist dieses Mal wütend. Das Wiesel namens Limpus geht ihm inzwischen auf die Nerven. Nicht nur, weil er eine Intrige geschmiedet hat, die dazu führte, dass Emilia im Duell verletzt und betrogen wurde, sondern vor allem, weil sie seine Unsicherheit berührt. Ein harter Aufwärtshaken genügt, um ihn außer Gefecht zu setzen, und Eric kehrt zu seinen Freunden und seiner Verlobten zurück. Sebastian und Variation machen sich Sorgen um ihn, da jeder Mann nach dem Schlag, den er eingesteckt hat, große Schmerzen hätte, aber er schiebt es auf die Tatsache, dass er geübt hat. Es ist Zeit für Eric und Variation zu gehen, denn Eric beschließt, sich an einen eigenen Ort zu begeben, um sich auf seine Genesung zu konzentrieren, denn die letzten Kämpfe haben seinen Zustand wieder einmal gezeigt. Emilia ist da, um ihn zu verabschieden und bietet ihm noch einmal die medizinische Salbe an. Eric nimmt sie diesmal dankend an und versichert ihr, dass er sich keine Sorgen mehr machen muss und verspricht, bald wiederzukommen. Dann machen sie sich auf den Weg zu den heißen Quellen von Tamazukur. Die Oberschicht des älteren Ordens steht inkognito hinter ihnen. Die militante Fraktion, die gegen das Bündnis ist, das Prinzessin Accolade anstrebt, hält eine verdeckte Sitzung ab, in der die Fakten und die neuen Faktoren, die ins Spiel gekommen sind und Eric Piles Fortschritte bei der Gefangennahme der Prinzessin verzögern, ausgetauscht werden. Da einer der Priester dort die Dienste eines blutrünstigen Verbrechers namens Jorch in Anspruch nimmt, der in den Kerkern angekettet war, ist klar, dass er plant, etwas zu tun, ohne dass andere davon wissen, bis die Ergebnisse eintreten.
In der Zwischenzeit überlegt Cohn immer noch, wie er nach Hause zurückkehren kann. Sie wissen nicht, dass George sie verfolgt. Bald kommen sie in einer anderen großen Stadt an, wo sie sich in einem Gasthaus einmieten. Cohn teilt sich ein Zimmer mit Sanglane und sie zappeln und fuchteln auf dem Sofa herum, während der andere sein Schwert poliert bzw. pflegt. Cohn ist beunruhigt darüber, dass es noch 2 Monate dauern könnte, bis sie die Hauptstadt erreichen, wo er Hinweise finden könnte, wie er in seine Welt zurückkehren kann. Oder er versucht, eine Audienz bei den Ixianern zu bekommen, die ihm das Gleiche ermöglichen werden. Plötzlich betritt Marion den Raum und informiert Sanglane und die Prinzessin über ihr seltsames Verhalten. Sie befürchtet, dass sie in ihrer Nähe sehr vorsichtig sein müssen, wenn es wirklich das ist, was sie glaubt. Marion nimmt Sanglane mit, um ihren Verdacht zu bestätigen. Er nimmt den Hinweis auf und sie eilen zum Zimmer der Prinzessin mit Cohn und Pete und Tau. Accolade sitzt auf der Couch und schaut mit ausdrucksloser Miene durch das Fenster mit einem Blick auf sie. Nachdem sie die Tür geöffnet haben, bestätigen Marion und Sanglane ihre Befürchtungen. Aufgeregt verabschieden sie sich sofort und lassen sie in Ruhe, wobei sie auch darauf achten, Cohn zum Schweigen zu bringen, bevor er etwas tut, was nicht getan werden sollte. Sie informieren ihn über den Zustand der Prinzessin, wobei all die Anwesenden auf ihrem Kopf ein Zeichen für eine bestimmte Periode sind, die die Mitglieder der Familie Royal Street Peria haben, wenn sie in eine Periode ernsthafter Hyperaktivität übergehen. Sie erleben intensive Stimmungsschwankungen mit großem Appetit und selbst die kleinsten Ärgernisse können sie aus der Bahn werfen. Als eine Stimme durch die Tür kommt und Marion sagt, sie solle bald das Essen für die Prinzessin zubereiten, macht sie sich ohne Zeitverlust an die Arbeit. Das gesamte Kücheninventar des Gasthauses ist ausgebreitet. Auf dem Tisch türmt sich ein Sortiment an Zutaten. Marion listet 10 üppige Rezepte auf, die sich aus den vorhandenen Materialien zubereiten kann. Es reicht nicht, sie schickt Sanglane auf eine Einkaufstour, um weitere Zutaten zu besorgen, während Cohn etwas mehr Überredungskunst braucht, um ihn als Gehilfe auf der Reise zu begleiten. Sie buchen das ganze Gasthaus aus, damit es keine Kollateralschäden unter den Gästen gibt, falls es nicht gut läuft. Der Trottel sprintet mit einer Kutsche in Richtung der Einkaufsstraßen, kauft ein, was sie brauchen und rast zurück ins Gasthaus. Cohn kann mit dem Gewicht von nur 13 Zutaten auf den Schultern kaum gerade stehen und Sanglane nimmt sich auf der Rückfahrt die Zeit, Cohn den Ernst der Lage gründlich einzubläuen. Die Prinzessin ist eine tickende Bombe und sie wissen nicht, was sie auslösen könnte. Sie können nur sehr vorsichtig vorgehen und auf ihre Wünsche hören. Bisher haben sie nur ein einziges Ahoge bemerkt. Im schlimmsten Fall, wenn die Prinzessin 3 Ahoge auf den Kopf bekommt, bricht die Hölle los. Auch wenn er die Hyperaktivitätsphase der Prinzessin noch nicht selbst miterlebt hat, versteht Sanglane sehr gut, welches Unheil über sie und die Menschen in dieser Stadt hereinbrechen könnte, wenn es zum Schlimmsten kommt. Cohn versteht nicht, warum er so ängstlich ist. Marion kämpft ihre eigenen Kämpfe in der Küche des Gasthauses. Sie hat bereits die meisten Vorräte aufgebraucht und wartet auf weitere. Sie hat viele Gerichte und riesige Portionen zubereitet und es ist immer noch nicht genug. Sanglane und Cohn kommen an, stellen die Säcke mit den frischen Vorräten ab und machen sich sofort wieder an die Arbeit. Sie bringen die großen Teller mit dem Essen nach oben in das Prinzessinnenzimmer. Accolade hat das Essen bereits beendet, das ein wenig früher serviert wurde, als die beiden mit der frischen Ladung ankommen. Es dauert nicht lange, bis sie auch das abräumt und die beiden anweist, mehr Essen zu bringen. Diesmal etwas Reichhaltigeres. Marion muss ohne Pause allein arbeiten, ihre Finger werden taub und ihr Körper ist erschöpft. Aber das ist noch lange kein Grund aufzuhören. Das Kochen muss weitergehen. Immer noch werden neue Gerichte zubereitet und der Prinzessin serviert. Es dauert nicht lange, die Teller zu leeren. Das Gezänk von Cohn und Sanglane geht uns langsam auf die Nerven. Accolade ist in der zweiten Phase. Das zweite Ahoi ist schon da. Sane ist blass und schwitzt vor Angst. Er wird angewiesen, von nun an wie eine Katze zu reden. Die Art zu reden, die sie als lästig empfand. Er muss seinen Stolz herunterschlucken und sich fügen. Dies war weder die Zeit noch der Ort, um sein Leben oder das der Menschen in dieser Stadt zu gefährden. Das Tier wird angewiesen, sich wie ein Vogel zu verhalten. Es hat auch keine andere Wahl. Es muss von nun an zwitschern und fliegen. Die Sonne wird bald untergehen. Marions Geist hat diesen Ort längst verlassen. Sie bereitet gerade einen ganzen Schweinebraten am Spieß zu. Ruckartig kommt sie wieder zur Besinnung. Sie ist immer noch verzweifelt über die Liste der Dinge, die sie noch vorbereiten muss. Nachtisch, Snacks und erste Vorbereitung für den nächsten Tag. Sanglanes Verstand ist auf einem Tiefpunkt. Er muss wie eine Katze sprechen. Auch das Haustier ist müde, niemand ist in guter Verfassung, weder geistig noch körperlich. Cohn wundert sich über den Grund, der alle in den Wahnsinn treibt. Er findet, dass es an der Zeit ist, dem jetzigen Zustand ein Ende zu setzen und er wird die Prinzessin davon überzeugen, sich nicht mehr so verwöhnt zu benehmen.
Gegen die Proteste von Marion und Sanglane macht er sich auf den Weg, um mit der Prinzessin zu sprechen. Er schimpft sie leicht aus und sagt ihr, sie solle sich den anderen gegenüber zurückhalten. Irgendwie gelingt es ihm zur Überraschung aller, sie davon zu überzeugen, das Zimmer zu verlassen und die Teller selbst nach unten zu bringen. Marion meint, es wäre ein fast gescheitertes Erlebnis gewesen, wenn die Dinge auch nur ein wenig schiefgelaufen wären. Sanglane betont, dass es sehr leichtsinnig war. Kohn glaubt immer noch, dass der Sturm vorüber ist und es keine große Sache war. Die Nacht bricht herein und es ist Zeit, zu Bett zu gehen. Gerade als die Lichter ausgehen, findet Dior, der vom älteren Orden gesandte Assassine, das Stichwort, um sich an die Arbeit zu machen. Er macht sich zuerst auf den Weg in die Küche, wo die Lichter noch an sind, denn wenn er sie ignoriert, könnte die wache Person die anderen alarmieren. Er verlässt die Küche mit der wachen Person und dem Messer an der Spitze. Marion blockiert das Messer mühelos, fast instinktiv, ausgerechnet mit einem Schneebesen, die Dämonengestalt Marion bringt Dior völlig aus der Fassung, der ihre Arbeit zum Schutz der Menschheit unterbrochen hat. Nachdem er sowohl körperliche als auch verbal beschimpft wurde, muss er aufgeben, die Person zum Schweigen zu bringen, denn es gibt keine Möglichkeit, dorthin zurückzukehren. Schließlich kann ein kleines Mädchen nur schreien und weinen, sie kann ihn unmöglich verletzen oder sich wehren. Er spült die Treppe hinauf und findet Sanglane im mondbeschienenen Korridor kauernd an der Wand sitzend. Er steht vor seinem Platz auf und geht auf Dior zu. Er warnt ihn ernsthaft, sich umzudrehen, ohne ein Geräusch zu machen. Er solle sofort gehen, zu seinem eigenen Besten. Dior war ernsthaft erschrocken über den Anblick des muskulösen, großen, erwachsenen Mannes, der auf ihn zuging, ohne jeglichen Blutdurst. Er mit einer einladenden Ausstrahlung und vor allem mit einer katzenähnlichen Stimme sprach. Noch länger hier zu bleiben wäre überhaupt nicht gesund für ihn. Er rennt sofort weg, rein zufällig entpuppt sich der Raum, in den sie gerannt sind, und dem bedrohlichen und miauenden Halb zu entkommen, als das Prinzessinnenzimmer. Das sollte ihm die Arbeit sehr erleichtern. Er geht hinüber zum Bett in der Mitte des Raumes und ist im Begriff, sein Messer zuzustechen. Was dann folgt, ist etwas, das niemals hätte passieren dürfen. Diese eine Bewegung bedrohte das Leben aller, nicht nur einer einzelnen Person. Nicht weit entfernt lebt Kohn ein Leben in glücklicher Unwissenheit und Frieden. Was eine Toilettenpause wie jede andere hätte sein können, wurde von einem verzweifelten Dior unterbrochen. Die Tür fliegt auf und Dior rennt zu der nächstbesten Person, die er finden kann, klettert hinauf und geht in Deckung. Die einzige Tragödie dabei ist, dass Kohns Kleidung nass wird. Dior zittert sichtlich und ist voller Angst. Accolade war nicht so, wie er dachte. Der wütende Dämon hätte sein Leben beenden können, wenn er noch langsamer gewesen wäre, um zu entkommen. Kohn kann ihn nicht ernst nehmen. Er muss ein abgekatertes Spiel sein, um ihn von irgendwas zu überzeugen. Gemeinsam gehen sie zum Zimmer der Prinzessin. Kohn geht zum Bett, um nach ihr zu sehen, nur um festzustellen, dass das Licht seiner Kerze erloschen ist, was ihn dazu veranlasst, sich für einen kurzen Moment in die Nähe des Fensters zu begeben. Dior fröstelt immer noch und wird von dem Objekt seiner Ängste überfallen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Kohn spürt es. Irgendwo an der Decke sind Augen, die ihn anstarren. Im Raum ist eine unheimliche Präsenz und diese Präsenz ist äußerst wütend. Prinzessin Accolade und ihre letzte Bossphase stürzen sich auf Kohn, überrumpeln ihn und bringen ihn zu Fall. Ihre Folgeschläge, um dieses Ärgernis zu beseitigen, sind stark und schnell genug, um die Betonwände zu durchbrechen. Diese Kreatur aus Blut vereitelt die Attentatspläne der älteren religiösen Orden und sorgt dafür, dass der berüchtigte Verbrecher Dior nie wieder auftaucht. Die heißen Quellen von Tamatsuki sind einer der besonderen Regionen, in denen Wasser mit Spuren von Alabastererz und Mineralien aus dem Boden sprudelt. Das macht die Quellen dieses Ortes zu Heilquellen, die die Genesung von Verletzungen erleichtern und den Körper zusätzlich stimulieren. Wie es der Zufall will, ist dieser Kurort das nächste Ziel der Gruppe von Prinzessin Accolade und Eric Pyle. Und Sanglane führt die Gruppe zu einer Herberge, die den Namen The Jewel Inn trägt. Die Hostessen führen die Mitglieder zu ihren gebuchten Zimmern. Die Prinzessin und Marion bekommen ein großes Zimmer, das mit Bädern, Massageräumen und mehr ausgestattet ist, während die Jungs ein kleines Zimmer bekommen, das nur zum Schlafen gedacht ist. Sie bewahren ihre Sachen auf, ziehen sich passende Gewänder an und begeben sich sofort in die heißen Quellen. Kohn wird in seiner Aufregung sehr verlegen und das ist noch nicht alles. Angeregt stürmt er aus den Quellen, bevor er entdeckt wird. Er konnte ihr Zimmer nicht betreten, nachdem er vergessen hatte, die Schlüssel von Sanglane zu nehmen. Eric wird von einer Gastgeberin zu seinem Zimmer geführt und er betritt denselben Korridor wie Kohn, wobei ersterer auf Blut aus ist, wenn er Kohn sieht. Es wäre am besten, wenn es nicht zu einem Treffen käme. Kohn könnte kein drittes Mal Glück haben, aber das Glück war an diesem Tag sowieso nicht auf seiner Seite, da alle Türen verschlossen waren und er seinen Schritt bedecken musste. Und da er sich auf dem Korridor befand, wo er ständig Gefahr lief, von Eric bemerkt zu werden.
Er beschließt, zurück in die Bäder zu gehen, denn St. Lane könnte seine letzte Hoffnung sein, aber er findet den Ort leer vor und um den Druck noch zu erhöhen, betritt Eric die Bäder. Cohen versteckt sich und wird schließlich Zeuge von Erics Gebeten zu den Göttern, etwas, das vielleicht besser unbemerkt geblieben wäre. Er muss sich mit dem Rest seiner Gruppe treffen und in einem Zimmer Zuflucht suchen. Er erinnert sich daran, dass St. Lane ziemlich begeistert von dem Rotlichtviertel in der Nähe war, also besteht eine gute Chance, dass er sich dorthin geschlichen hat. Kondos macht sich auf die Suche nach ihm und nachdem er ein wenig herumgelaufen ist, kommt er zu dem Schluss, dass er St. Lanes Vorlieben kennen muss, wenn er ihn einigermaßen bald finden will. Diese Gedankenkette führt ihn zu einem Katzencafé, wo die Leute dafür bezahlen, dass sie mit den vielen Katzen dort spielen können. Ein Himmel für Liebhaber der niedlichen Viecher. Und siehe da, St. Lane war tatsächlich dort drin. Er zerrt ihn heraus und informiert ihn über die Situation. Auf dem Rückweg müssen sie einen kleinen Umweg bei einem Fußbad machen, um einem Eric zu entkommen, der außer Atem zu sein scheint, während die Dinge jetzt viel glatter laufen sollten und am Ende ein weiteres überraschendes Problem zu Cohns Haufen hinzufügt. Er leuchtet strahlend zurück in ihrem Zimmer im Gasthaus. Dieses plötzliche Aufleuchten in Cohns Erscheinung hat nicht nachgelassen und er beschloss, etwas dagegen zu tun. Wenn es das mit allmer Energie versetzte Quellwasser war, das sowohl die Stimulation als auch das Leuchten verursachte, dann ist es das, was seinen Körper in einen normalen Zustand zurückversetzen könnte. Lässig geht er in den Bass und das Quellwasser bewirkt, dass sein Körper sein Leuchten verliert. Eric saß ruhig, fast mit der Umgebung verschmolzen in der Nähe von Cohn, der auch ein Bad in der Quelle nahm. Er erkennt ihn und versucht sofort ein Duell zu initiieren. Er fühlt, dass Cohns ganze Existenz eine Beleidigung für Eric ist, wodurch er seine Ehre und seinen Stolz verliert. Cohn überredet Eric, den Kampf zu verschieben, da er mit Sicherheit Probleme für andere verursachen und das Gelände beschädigen würde. Sie vereinbaren, den Ort zu wechseln, sobald sie sich wieder angezogen haben. Eric fällt aus seinen Machenschaften herein und Cohn lockt ihn von dem eigentlich vereinbarten Beginn des Kampfes in einen Hinterhalt. Er nutzt dies aus, um mit seiner Gruppe aus der Stadt der heißen Quellen zu fliehen, womit das Kapitel über diese heißen Quellen beendet ist. Die Reise in die Hauptstadt geht weiter. Prinzessin Accolade, St. Lane und Marion und der Internetbowser Inkognito-Typ kommen in einem kleinen Dorf an, wo sie einen Tisch besetzen und frisch zubereitetes Essen für ihr Mittagessen bestellen. Die drei können nicht aufhören, sich mit dem köstlichen Essen vollzustopfen, während Cohn in seinem verdächtigen Inkognito-Outfit sie nur neidisch anschaut. Man weiß ja, dass die kleinste Lücke in seinem Kostüm das gleißende Licht zum Vorschein bringt. Sie sagen ihnen, sie sollen warten, bis niemand in der Nähe ist und dann kann er sein abgepacktes Essen in Ruhe essen. Auch wenn er sich bisher von einfachem Brot ernährt hat, zieht jeder Ausrutscher unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich. Da Cohn aufgrund der überschüssigen Alma-Energie in seinem Körper immer noch leuchtet, kann er sich nicht mehr beherrschen und öffnet schließlich einen kleinen Spalt in der Nähe seines Mundes, um das Essen auf dem Tisch zu essen. Das Licht aus dem kleinen Spalt sorgt dafür, dass ihn alle anstarren und das soll das Ende eines friedlichen Mittagsessens signalisieren. Selbst auf dem Weg aus dem Dorf heraus werden sie von unzähligen Leuten angestarrt, die Cohn sogar auffordern, die Decke wegzulegen und sein Gesicht zu zeigen. Weglaufen oder schubsen hilft nicht, wenn sich die Leute aus Neugier auf ihn stürzen. Sie sitzen in der Klemme, wenn dies von ihren Verfolgern inszeniert wurde, denn Leute, die auf etwas Fremdes treffen, neigen dazu, das störende Element zuerst zu verjagen. Etwas Ungewöhnliches bedeutet in der Regel Ärger, Krankheit oder die Vorstufe eines Unglücks. Jeder in der Knorpelgruppe hat eine Gänsehaut auf der Haut. Jetzt, wo das Geheimnis gelüftet ist, könnte alles passieren. Aber wir wissen, dass dies eine Comedy-Serie ist. Es gibt keine Hexenjagd. Die Dorfbewohner verneigen sich ehrfurchtsvoll vor Cohn. Der Älteste des Ortes tritt vor und zitiert eine Prophezeiung, die besagt, dass Gott vom Himmel herabsteigen und sie zusammen mit seinem heiligen Tier und seinen Dienern zur Erlösung führen wird. Es überrascht nicht, dass Cohn, der Protagonist der Show, die Rechnung dafür bezahlt. St. Lane versucht, dieses Missverständnis aufzuklären, wird aber von Cohn unterbrochen, der einen anderen Plan im Kopf hat. Er beschließt, aus dieser Situation Kapital zu schlagen und erklärt sich selbst zum Gott der Prophezeiung, indem er sagt, dass Marion und Accolade seine Diener sind und Pitt das heilige Tier der Verborgenheit aus den Legenden ist. Der hinterhältige Plan funktioniert. Sie werden in ein großes Haus geführt und Cohn wird mit den lokalen Köstlichkeiten bedient. Cohn ist schamlos auf diese Entscheidung fixiert, auch nachdem seine Parteimitglieder gegen diese Art der Maskerade protestieren. Die Chancen stehen gut, dass sie die Wahrheit herausfinden und das Verlassen wird noch schwieriger, wenn es dazu kommt. Genau dann tritt der Älteste in den Raum und informiert Cohn und die Vorbereitungen, die er getroffen hatte. Alle Dorfbewohner und mehr sind in einem großen Bereich versammelt und warten auf Cohn. Er ist sichtlich verwirrt
und wird von seinem Kameraden noch mehr unter Druck gesetzt, die ihn an den Ersten der Lage erinnern. Es sind hunderte von Menschen in dem Bereich versammelt, die ein Wunder des Prophezeiungsgottes erleben wollen, der gekommen ist, um sie zu segnen. Es werde Licht, sagte Cohn, während er noch heller leuchtet. Er beginnt jetzt einen blauen Farbton auszustrahlen, während zahlreiche Schmetterlinge hereinflattern, angezogen von dem Licht und der Konzentration von Almas Energie, geht es fast als echtes Wunder durch. Cohn nutzt diese Gelegenheit voll aus, einer der Leute in der Menge bittet den Herrn, ein weiteres Wunder am Dorfbrunnen zu vollbringen, der seit langem trocken ist. Cohn signalisiert Sanglein oder Poseidon, sein neuer Spitzname für die aktuelle Situation für diese Sache. Mit dem Alma hier in der Hand zerschlägt Cohn den Boden mit seiner Kraft, was die Steine zerstört und eine Wasserquelle aufmacht. Dies muss ein weiterer Zufall sein, aber Cohn stellt es sehr überzeugend dar. Er winkt vor seinen neuen Anhängern, was eine riesige Welle des Jubels auslöst. Einer nach dem anderen stellt Cohn Fragen, fragt nach seinen Lehren. Sie reichen von der Genesis, der Schöpfung, dem Zustand der Welt, der Reinkarnation und mehr. Cohn kommt mit Antworten aus dem Nichts und predigt seine Videospielkonsolen-Religion. Der Funke in der Religion findet immer mehr Anhänger. Er gedeiht und neue Räumlichkeiten werden für ihn gebaut, um seine Predigten fortzusetzen. Zurück in seiner neu errichteten Tempelunterkunft wird Cohn von einer Menge Frauen besucht, umgeben von Gold und üppigen Gaben. Sanglein, Marion und Accolade kommen herein und bitten darum, mit ihm allein zu sprechen. Die Dienerinnen gehen. Sie werfen Cohn vor, er sei zu gierig und solle mit dieser Farce eines falschen Gottes aufhören. Sie seien lange genug hier geblieben und Cohn vergesse seine ursprünglichen Ziele. Er werde wieder lockerer, um sich der Realität zu stellen. Alles beginne zu sinken. Mitten in der Selbstreflexion kommt der Älteste wieder in die Kammer. Plötzlich drängt er Cohn hinauszugehen, um die immer größer werdende Zahl von Anhängern anzusprechen, die gekommen sind, um so schnell wie möglich seine Lehren zu lernen. Mit seiner zeremoniellen Garban späht Cohn aus einem kleinen Fenster auf das buchstäbliche Meer von Menschen draußen. Die Menschenmenge ist so groß, wie er sie sehen kann. In Verbindung mit den jüngsten Überlegungen weiß Cohn, dass dies nicht länger tragbar ist, dass es bereits zu schwierig ist zu gehen und je länger das so weitergeht, desto mehr Menschen werden sich der Religion anschließen. Und schließlich werden die Dinge sehr hässlich werden, wenn sich herausstellt, dass er ein Betrüger ist. Die Gruppe hat das Zeitfenster zum Verlassen verpasst, weil Cohn sich amüsiert. Sie ziehen das Inkognito-Outfit an und versuchen sich herauszuschleichen, werden aber vom Ältesten und ein paar weiteren Anhängern entdeckt. Ausreden funktionieren nicht. Sie wollen mit ihm mitgehen, was natürlich nicht möglich ist. Der Funke und der Glaube haben sich innerhalb kurzer Zeit zu einem gewaltigen Ausmaß ausgeweitet, genug, um mit einem anderen großen Glauben im Lande Mira zu konkurrieren, dem Orden von Olga, anscheinend derselbe Orden, der die Verfolger auf Accolade angesetzt und Erics Inkognito-Gruppe mit demselben unterstützt hat, aber Accolade und der Codex wissen das nicht. Der Funke und die Anhänger wollen Cohns Segen sehen, um in den Süden zu gehen und einen heiligen Kreuzzug gegen den älteren Orden zu beginnen. Cohns Missbilligung hat nicht viel Wirkung, da die Räder eines Kreuzzuges bereits begonnen haben, sich zu drehen. Auch wenn er der Ideale der Religion pazifistisch gehalten hat, musste er sich mit der Unruhe der Anhänger befassen. Cohn nominiert sich, etwas einfallen zu lassen. Irgendetwas, um alle Anhänger dazu zu bringen, ihre Aufmerksamkeit und Energie auf etwas zu lenken, das keinen Konflikt verursacht und die Situation für die Prinzessinnenpartei noch komplexer macht. Er macht eine neue Ansage an alle, um sie daran zu erinnern, dass die Religion einen großen Tempel braucht. Das neue heilige Land sollte auf dem Berg gebaut werden, auf den er in der Ferne deutete. Die unmittelbaren Probleme sind damit erledigt, aber es muss immer noch ein sicherer Weg gefunden werden, diesen Ort zu verlassen, damit sie ihre Reise fortsetzen können, ohne jemanden zu verletzen oder Ärger zu verursachen. Während sie zu dritt über solche Möglichkeiten diskutieren, setzt Sanglein sein Wissen ein und entwirft einen Bauplan für den neuen Tempel. Ja, ein Mann, dessen Äußeres nicht zu der Person passt, die er in sich trägt. Er hat offenbar als Klassenbester abgeschlossen und einen Abschluss in Ingenieurwesen und Architektur. Und außerdem ist er ein Schwertmeister und Militärgeneral, da fragt man sich schon, was man mit seinem eigenen Leben anfangen soll, nicht wahr? Der Bau des Tempels geht reibungslos vonstatten. Ein neues heiliges Land ist entstanden, mit dem Tempel als sein Markenzeichen. Mit einem letzten Auftrag fliegen Cohn und die Gruppe mit dem von Sanglein entworfenen Heißluftballon, der mit Cohns Alma-Energie betrieben wird, los. Sie haben es geschafft, sicher loszufliegen, aber die Dinge verlaufen nicht reibungslos, da die Glühphase gerade endet, während Cohn und die anderen froh sind, wenn sie jetzt reisen können, ohne zu verdächtig zu wirken, weiß Sanglein Bescheid und erzählt ihnen von dem neuen Problem am Horizont. Der Ballon hat Cohns Energie als Antrieb benutzt und jetzt, wo er keine überschüssige Energie mehr hat, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie anfangen zu fallen. Und das ist das Ende des Videos. Checkt gerne die Videos hier ab, wenn ihr mehr sehen wollt.